Der Berliner Flughafen platzt aus allen Nähten und hat Personalmangel. Dann haben wir heute für euch ein Special. 10.000, nein, sogar mehr als 10.000 Lufthansa-Statusmeilen für weniger als 350 Euro. Und wir haben sogar einen Starlines Gold Statusmatch. Ehrlicherweise mit einem kleinen, naja, wie soll man sagen, mit einer Fußnote. Mario Hoffmeister, ich gucke mal, ob die richtige Seite ist. Lars Kosten. Er hat es gelernt, er hat es gelernt. Wir sind hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Und das ist nicht wahrer als heute, weil wir euch sogar einen Gold-Status-Match für die Starlines bringen, der nicht nur kostenlos ist, sondern umsonst ist er auch nicht. Nein, hoffentlich. Also auf jeden nein, Fall. Nein, umsonst ist er auch nicht. Nein, nein. Nein. Und an viele Bedingungen geknüpft. Das ist richtig. Die erste Bedingung, die ihr erfüllen solltet, wäre den Abonnierbefehl. Abonniert den Kanal, macht die Glocke an, unten kommentieren und ganz, ganz wichtig, lasst uns ein Like da. Das erste Thema, da können wir auch direkt einsteigen und ich weiß, ich habe dafür viel Liebe bekommen. Das ist im Berlin am Flughafen. Ja, Mario, ich sag mal so, man hat letzten Monat das erste Mal über 1 Million Passagiere gehabt. Man hat 12.500 Flugbewegungen gehabt, Starts und Landungen, hatte dann auch 1,3 Millionen Passagiere, um ganz genau zu sein. Im März 2021, um da mal so die Relation zu setzen, waren es 4.000 Flugzeuge mit 220.300 Passagieren, also wesentlich weniger. Und wenn man 2019 noch mal zu Rate ziehen darf, und das ist für alle, die Tegel geliebt haben, Tegel-Liebhaber, auch Tegel-Liebhaber, auch Tegel-Liebhaber. Da gab es für beide Flughäfen zusammen 2,9 Millionen Passagiere, die in Schönefeld im ehemaligen Terminal 1, jetzt Terminal 5, abgefertigt worden sind. Ist das Terminal 1? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall gibt es da jetzt Personalengpässe. Mario, möchtest du uns da weiter erleuchten? Also ich kotze. Ja, was soll man sagen? BER. Ich meine, der Name spricht für Pleiten, Pech und Pannen. Ja, es gibt eine angespannte Personalsituation über Ostern. Wobei, man muss ja einschränkend sagen, der BER ist ja nicht der Einzige. Auch Fraport hat schon gesagt, Ostern, das könnte alles relativ eng werden. Aber auf jeden Fall, was die Sicherheit angeht, also Sicherheitskontrollen, Gepäckabfertigung und dergleichen mehr, ja, da könnte es eng werden. Und ich zitiere mal, das finde ich ein sehr nettes Zitat, die Airport-Chefin Aletta von Massenbach, die gesagt hat, grundsätzlich ist die Personaldecke bei vielen Partnern zum Osterreiseverkehr ausreichend, aber nicht komfortabel. Mit anderen Worten, man verdeckt damit ein bisschen die wahrscheinlich doch mehr als angespannte Situation. Man bittet auch die Leute, einen Zeitpuffer mit einzuplanen, wenn sie zum BER kommen. Der Lars kennt das ja aus eigener Erfahrung. Der baut auch immer nicht nur einen, sondern wahrscheinlich mehrere ein. Und wenn dann noch ganz unvorhergesehene oder unvorhersehbare Corona-Erkrankungen beim Personal dazu kommen, ja, dann könnte es eventuell noch viel enger werden. Also es ist wahrscheinlich viel Geduld über Ostern gefragt und warten wir es mal ab. Wir werden es ja sicherlich erfahren, wie die nächsten Tage dort und vor allen Dingen auch über Ostern so abgegangen sind. Auf jeden Fall, wer über BER fliegt und ich weiß, es gibt hier durchaus auch ein paar Fans, berichtet mal. Ja, vor allem, was ich spannend finde, ist auch ein weiteres Zitat von Aletta von Massenbach, dass sie geschrieben hat oder gesagt hat, wir freuen uns auf Passagiere und letztendlich darauf, dass es eine gewisse Normalisierung gibt. Die Frage ist jetzt, ist dieser Personalstand eine Normalisierung? Also schwierige Sache. Und wir müssen jetzt zur Ehrenrettung sagen, und da muss man halt wirklich fair sein, diese Probleme gibt es auch in Frankfurt, diese Probleme gibt es auch in Hamburg, diese Probleme gibt es auch in Stockholm, gibt es auch in London. Gerade heute noch von einem von unseren Kunden gehört, dass er im Terminal 2 in London Heathrow weggeschickt worden ist, weil er zu früh da war. Jetzt sagt ihr, wie, der war zu früh da? Ja, zu früh, 4 Stunden vor Abflug. Die haben gesagt, ja, kannst 3 Stunden vor Abflug wiederkommen. Und das Spannende an der Geschichte ist, den anderen Familienmitgliedern, die dann nochmal nachfragten, hat jeder eine andere Zeit gesagt gekriegt, wann man wiederkommen darf. Also auch
auf der Welt ist Kraut und Rüben. Es ist nicht nur in Berlin, aber Whataboutism zählt ja heutzutage seit Markus Lanz nicht mehr. Das heißt also, Berlin ist, ich will nicht das Wort mit SCH nennen, also schlecht. Schlecht. So. Was soll ich? Ja, sorry, es halt, aber. Es ist halt, wie es ist. Ja, also ich finde das halt spannend. Ja, man muss natürlich auch sagen, die Osterreisezeit kommt immer völlig überraschend, genauso wie Weihnachten. Plopp ist sie mit einmal da, konnte doch keiner ahnen. Ja, wobei aber dieses Jahr Weihnachten relativ schlecht liegt, weil du musst ganz ehrlicherweise sagen, dass Weihnachten ja, das 7 Tage vor Neujahr ist. Und das ist halt sehr, sehr unglücklich. Ah, ja, also, und auch noch im Winter. Ja, also das ist Katastrophe. Und dann, wenn Schnee kommt, weiß man ja, also du weißt ja gar nicht, wie Schnee und so weiter. Ne? Nee. Fluggesellschaften haben genau dasselbe Problem. Ich hatte da ja auch darauf hingewiesen, die Swiss-Kolleginnen und Kollegen der Fliegenden sind da nicht happy, weil sie sich wie Zitronen fühlen. Bei anderen Fluggesellschaften ist das genauso. Und ich hatte auf einem amerikanischen Kanal vor mich hingeschaut und CBS News war das. Die haben dann eine Story gebracht. Da hat der Kollege, und ich darf den Namen einmal ablesen, Dr. Eric Feigl-Ding. Ich glaube, das ist so der amerikanische Lauterbach. Und er meinte halt einfach, nachdem die Maskenpflicht in den Flugzeugen in Europa gefallen ist, und wir erinnern uns, das sind gar nicht so viele Fluggesellschaften und auch nur auf ganz wenigen Strecken, dass damit das Problem anfing. Das heißt also, dass deshalb die Fluggesellschaften in Amerika oder aber auch in England so viel Personalengpässe haben, weil sich so viel Personal krank meldet. Wir erinnern uns auch an die Meldung, Eurowings hat 20% seines fliegenden Personals an Covid verloren, zumindest temporär, die nicht fliegen konnten. Und wenn man sich das Ganze mal genau anguckt, Mario, glaubst du, dass die Maskenpflicht und die Korrelation zu den Krankmeldungen des Personals irgendwie gegeben ist? Da mag es Zufälle geben und Übereinstimmung, aber in dem Artikel selber wird ja dann auch noch gesagt, dass es Fluggesellschaften gibt, bei denen es da überhaupt gar keine Probleme gibt. Also es sind ja punktuell Fluggesellschaften genannt, wo es da zu diesem höheren Krankenstand kam. Aber auf der anderen Seite gab es auch reichlich Fluggesellschaften, wo trotz des Ablegens der Maske oder der Maskenpflicht es zu keinen erhöhten Krankenständen gekommen ist. Insofern ist das eine ziemlich gewagte These, denn wir hatten ja auch, wir werden uns erinnern, um Weihnachten rum war es, Weihnachten, Neujahr, trotz Maskenpflicht ja auch erhebliche Ausfälle, was Flüge angeht, weil sich Personal krank gemeldet hat aufgrund von Covid. Also ich halte es für in Einzelfällen möglich, aber ich glaube, das ist ein reiner Zufall. Also vielleicht sogar so eine Art kleiner Streik des Personals, dass die anderen die Masken abnehmen können. Ich weiß es nicht. Also ich hatte darauf gehofft und damit gerechnet, dass Mario genau dieses Argument wieder bringt, damit wir genau wieder diese Kerbe reinhauen können. Weil das war ja auch Marios Vermutung, für die wir nicht nur bestraft worden sind durch eure Kommentare. Kommentiert unten, ob ihr das auch glaubt. Also wie gesagt, für mich ist es eine Kategorie Lauterbach, mehr Angst machen und Panik, um dann nachher zu sagen zu können, ja, wenn ich diese Panik nicht geschürt hätte, dann wäre es noch viel schlimmer geworden. Dankt mir. Genau. Also insofern, schreibt unten, kommentiert und lasst uns zu einem freudigeren Thema überwandern, weil Mario wird gerade umgebaut, abgebaut, weggebaut, zugebaut. Und bei der Uber-App wird auch angebaut. Wie ich in Dubai Uber liebt und sehr oft genutzt hat, und ich habe das über viele, viele Jahre dort genutzt, ist aufgefallen, da gab es einen Helikopter. Man konnte einen Helikopter mieten. Ich habe irgendwie das auch aus Spaß mal gemacht, aber irgendwie klappte das nicht, weil irgendwie der Heli nicht verfügbar war. Also im Prinzip, das Thema gab es schon, aber Uber möchte jetzt auch so eine Art One-Stop-Shop werden. Heißt also, man möchte Flüge darüber verkaufen. Mario, würdest du über die Uber-App einen Flug buchen? Ja, weiß nicht. Also wenn das funktionieren sollte, bis jetzt, also in den meisten Ländern klappte das mit Uber ganz gut. So in Südamerika oftmals nicht. Da haben sie sich dann sozusagen die Rufgebühr eingesteckt und sind dann aber nicht gekommen und haben erzählt, der
Passagier hätte da nicht, oder der Fahrgast hätte da nicht gestanden. Aber insgesamt ist das eigentlich ja ein gutes System. Ich finde die Idee auch ganz lustig, wenn ich nicht sage, ich möchte, weiß ich nicht, von meiner Haustür zum nächsten Restaurant gefahren werden, sondern ich möchte von meiner Haustür zum Flughafen, vom Flughafen, weiß ich nicht, nach Los Angeles und dann von Los Angeles abgeholt werden, wiederum in mein Hotel. Also sozusagen mit einer App eine Buchung machen, wo ich das Auto bekomme, den Flug und dann später dann auch wieder das Uber zu meinem Endzielpunkt. Es ist eine interessante Idee. Ich habe nur keine Ahnung, ob sowas wirklich nachgefragt wird. Aber die Idee finde ich per se gar nicht verkehrt. Ja, vor allem spannend. Das ist dann halt sozusagen so ein Rundum-Service, ne? Ja, wobei man aber auf der anderen Seite sagen muss, es sind halt 15% laut Uber, die halt wirklich diesen Service zum Flughafen nutzen, also den Uber-Service. Das heißt also, ja, 85% sind woanders hin. Und das andere Thema ist ganz einfach, natürlich, Fluggesellschaft verkauft mittlerweile ja auch ganze möglichen Dinge, zum Beispiel Hotels, Mietwagen und so weiter. Da ist man ja selbst bei der Lufthansa nicht gefeit, dass man das angeboten kriegt. Gott sei Dank nicht ganz so dramatisch in der Impertinenz wie bei Ryanair oder anderen Fluggesellschaften, wo du dann 10-mal abhaken musst. Nein, ich möchte keine Versicherung. Nein. Nein, nein. Also insofern, schreibt das unten einfach rein, damit wir wissen, was ihr mögt und was ihr nicht mögt. Aber das nächste Thema, das werdet ihr ganz sicher mögen. Und zwar ist das ein Statusmatch bei der ANA. Das ist All Nippon Airlines aus dem Japanesischen. Also der Japanese im Allgemeinen. Was denn? Der Japanese im Allgemeinen, insbesondere die von ANA, sind eigentlich sehr geizig, wolltest du sagen, was Statusmatche angeht. Ich mach mal ein bisschen Schleichwerbung. Auf jeden Fall, nein, wir haben kein Geld bekommen dafür, dass wir das machen. Also All Nippon Airlines ist, wenn es um Qualität geht, sehr gut. Die haben auch einige Sweet Spots und diese Sweet Spots sind dann zum Beispiel Around the World, zum Beispiel in der Business Class geht für 100 irgendwas 1000 Meilen, was sehr gut ist. Man kann mit den Punkten, wenn man Status hat, kriegt man Upgrades, Lifestyle Magazine, kriegt halt die Superflyer Card, die man bekommen kann, bewerben kann. Dann hat man auch noch einen Desktop-Kalender, den man bekommt. Also da sind schon viele, viele Sachen und vor allem auch ANA Lounge Suite Voucher, die sind auch ganz toll und man kann sich halt da anmelden. Wichtig ist bei dem Status-Match, dass man einen Status schon hat. Einzige Downside ist ganz einfach, dass man amerikanischer Staatsbürger oder Resident sein soll. Deshalb sagen die auch von den Fluggesellschaften, dass man American Airlines, Delta Airlines, Japan Airlines nimmt zum Matchen mit AMC. AMC ist halt der All Nippon Mileage Club. Also der ANA Mileage Club, um ganz genau zu sein. Aber es steht ein Satz drunter, der ganz wichtig ist. Und zwar ist der Satz drunter, dass man, wenn man einen Status hat, dass man ihn auch durchaus schicken kann. Kommt jetzt nicht auf die Idee, irgendwelchen Status hinzuschicken, der Starlines-mäßig ist. Weil das werden die nicht machen, weil das dürfen die eigentlich laut den Statuten nicht machen. Aber jeder wohnt ja in Amerika, zeitweise vielleicht in einem Hotel, wenn man zum Urlaub da ist. So als Idee. Tipp. Weiß ich nicht. Ja. Ich selber habe eine Anschrift in den USA, weil wir da auch eine Firma haben. Also insofern noch ein Hinweis. Man kann viele Hinweise geben. Also wer es ausnutzen möchte, kann es machen. Wir haben es für einige unserer Kunden gemacht. Erfolgreich. Für andere war es nicht nötig, weil sie einen Senator oder einen Horn Circle hatten. Wer aber noch einen Senatorstatus haben will, kann sich auch vertrauensvoll an mich wenden. Wir haben ja noch einen Tipp dafür, wie man 10.000 Statusmeilen bekommt. Aber zuerst wollen wir auf den Ticket-Deal, wie nennen wir das nochmal, Mario? Das nennt sich Ticket-Deal des Tages. Ticket-Deal des Tages. Ja, aber, ja, aber da haben wir sozusagen, was heißt das, selbe Problem. Wir müssen aus den USA starten. Ja, also das Ticket geht aus den USA, aber es ist halt deshalb in meinen Augen richtig geil, weil dieser Ticket-Deal relativ günstig ist. Weil wenn man sich das anguckt, das sind nur $2,400 in der Business Class von Los Angeles über Frankfurt nach Tel Aviv. Das heißt also, wenn man für 2.200 Euro, was es umgerechnet ist, hin- und zurückfliegen kann und die Meilen dann einrechnet, die man bekommt, ist natürlich Buchungsklasse P, gibt nur 100%, aber es knallt halt rein. Ne? Also es sind 100%. Und man hat halt lange das Erlebnis. Also insofern
meiner Meinung nach ein guter Deal ist. Buchungsklasse P, habe ich schon gesagt. Minimumaufenthalt ist ganz einfach wieder Samstag auf Sonntag. Dann ansonsten ist Maximumaufenthalt 3 Monate, auch nicht schlecht. Dann sind natürlich auch kostenlose Stopovers erlaubt und damit kann man noch ein bisschen aufbauen. Das wäre Frankfurt, München, Genf, Wien, Zürich, Brüssel, Berlin, Düsseldorf, Lissabon, Porto, Reykjavik und was ist PDL? Ist das Paderborn? PDL? Nee, was ist PDL? Mir fällt gerade PDL nicht ein. Was ist PDL? Welcher Flughafen ist PDL, Mario? PDL, PDL, PDL? Ich weiß es nicht. PDL? PDL ist das Airport. Paderborn? Ich weiß es nicht. Alter, das weißt du nicht. Ich weiß es übrigens gerade auch nicht. Nee, Paderborn ist PAD. Aber richtig, PAD. PDL ist Ponta Delgada. Aha, sie. Portugal. Aber vielleicht solltest du noch darauf hinweisen, dass dieser Deal ja für verschiedene Star Alliance Partner gilt. Also natürlich. Unter anderem natürlich auch für die Lufthansa. Und wenn ihr dann mit der Lufthansa fliegt, dann habt ihr zwar auch nur P, aber ihr wisst, bis zum 30. Juni gibt es dort die doppelten Statusmeilen abzugreifen. Und dann lohnt sich das, wie Lars schon gesagt hat, für 2.200 €, quasi 200 Status oder 200% Statusmeilen insgesamt, ja schon irgendwie, weil das wäre ja quasi wie ein einfacher Flug, also ein einfacher Hin- und Zurückflug in der Klasse D, wenn es keine doppelten Statusmeilen gibt oder C oder J. Also insofern ist das eigentlich ein ziemlich guter Deal und ja, kann man ja machen mit Lufthansa Einweg und mit Air Canada oder auch United in der neuen Polaris-Klasse auf der Langstrecke dann zurück. Ich finde es nicht schlecht. Ja, absolut. Also viele Meilen für günstiges Geld. Ganz genau. Und da ist auch der zweite Deal, den wir haben heute, Deal des Tages. Ich hatte gestern keinen gemacht. Warum, weiß ich gar nicht. Vertüdelt oder sonst was. Dafür kriegt ihr heute 2 geliefert. Dafür könnt ihr uns auch ein Like jetzt da lassen. Ganz, ganz wichtig. Und unten kommentieren. Es gibt für weniger als 350 € 10.000 Meilen. Wie geht das? Ganz einfach. Man hat ein Economy-Class-Ticket. Das startet in Charles de Gaulle. Dann geht man weiter nach Zürich. Von Zürich geht man dann weiter nach Dubai als Beispiel und fliegt dann hin und zurück in der Economy-Class. Ist mit 350 € natürlich ein Economy-Light-Ticket, heißt also kein Aufgabegepäck. Wenn ihr was aufgeben wollt, müsst ihr da länger was aufgeben. Aber in Dubai wird es ja im Moment nicht nur lecker warm, sondern auch nur eine Badehose, die ihr braucht und Flipflops. Das sollte ja ins 8-Kilo-Gepäck passen. Unterhose könnt ihr ja auch tauschen, also insofern alles gegeben. Wie komme ich auf die Meilenanzahl? Weil ihr sagt, das geht doch gar nicht. Ja, das geht auch normalerweise gar nicht in der Buchungsklasse K. Aber ihr kriegt so ein bisschen über 300 Meilen für Charles de Gaulle bis Zürich. Dann von Zürich bis nach Dubai sind das knapp 3.000. Das wären also dann zusammen 2.300. Diese 2.300 fliegt ihr ja auch nochmal zurück. Das sind dann 4.600. Jetzt gibt es ja noch die 2.000 € Punkte, die man bekommt für die Aktion. Heißt also, wären nochmal 4.000. Vorher müsst ihr aber auch nochmal die Meilenzahl verdoppeln, wenn er bis zum 30.06. fliegt. Also nach Adam Riese seid ihr dann bei 10.500 paar kaputte. Das ist schnell gerechnet. Habe ich was mich vertan? Nee, ne? Ist doch alles richtig gerechnet. Nee. Und ist ein guter Deal. Ist ein guter Deal. 350 Öcken, Alter, von Paris. Ja. Geil. Fährst mit dem TGV super. Einmal hin. Billiger geht nicht. Ja, so ist es. Da kann man nur sagen, danke, dass ihr heute wieder bei Flugunfall TV Takeoff dabei wart. Ne? Ja, soll man sagen? Sagen wir danke sagen. Ja, vielen Dank. Ja, und im Gegenzug für unsere Liebe wollen wir eure Liebe. Heißt, und Liebe nehmen wir in Applaus. Auf YouTube ist der Applaus immer im Subscribe, im Abonnierbefehl oder in dem Glocke anmachen und natürlich unten kommentieren. Kommentieren? Ja. Kommentieren? Kommentieren. Habe ich schon gemacht? Aber nicht an der richtigen Stelle. Ja, okay, alles klar. Ah. Okay. Auf jeden Fall kommentieren und dann natürlich ein Like da lassen. Ja. Ich würde sagen, schönen Samstag. Ja, frohes Fest. Danke, dass ihr da wart. Und 99. Folge. Ab morgen sind wir volljährig mit 100. Ja. Oder? Ja. So. Tschüss.